Wie geht's mit unserer Serie Recht für YouTuber weiter oder wie soll es weitergehen? Ich möchte mit euch darüber diskutieren in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und in den letzten Wochen und Monaten konntet ihr hier auf diesem montäglichen Programmplatz unseres YouTube-Kanals die Videoreihe Recht für YouTuber sehen. Das ist natürlich ein Evergreen, die könnt ihr euch auch in 2 Jahren noch anschauen, wenn ihr mit YouTube-Produktionen beginnt. Aber wir sind mit unserem Latein am Ende, beziehungsweise wir wissen nicht mehr, was YouTuber noch weiter interessieren könnte. Und jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Dieser Programmplatz montags wird frei. Und wir können da ein völlig neues Konzept draufsetzen, wo ich persönlich auch Lust zu hätte. Dazu bräuchten wir aber eure Ideen. Wir haben, das möchte ich noch mal kurz in Erinnerung rufen, sonntags die Nutzerfragen. Da könnt ihr mir Nutzerfragen stellen, auch im Video, die wir beantworten. Kennt ihr schon. Montags bislang immer Recht für die YouTuber. Mittwochs immer Challenge WBS, wo ich in 3 Minuten so viel beantworten muss, wie es nur geht. Und freitags immer die Darf ich das Videos. Bleibt nur noch Platz für den Dienstag und den Donnerstag und den Samstag, wo wir normale Videos haben, so Alltägliches. Aber auf diesen Programmplätzen und jetzt insbesondere auf dem Montag, da hätten wir noch Platz für ein kleines neues Programmchen. Und das ist genau meine Aufforderung am heutigen Tag an euch. Was wünscht ihr euch? Es muss was mit Recht zu tun haben. Ich hatte schon mal die Idee, dass ich eine Serie vielleicht mache, Recht für Gamer oder Let's Player, wo ich mich vielleicht mit ein paar bekannten Let's Playern zusammensetze. Wir spielen Spiele und dabei klären wir Rechtsfragen. Das wäre so eine Idee. Wir hatten auch weitere Kooperationsideen mit anderen YouTubern. Auch da könntet ihr uns vielleicht Input geben, was da interessant sein könnte. Wir können aber auch was ganz Eigenes machen, was bislang noch nie jemand gemacht hat. Solange das irgendwie einen rechtlichen Anknüpfungspunkt hat und ich euch ein bisschen Recht mitgeben kann. Internetrecht, Medienrecht, aber vielleicht auch ganz andere Rechtsgebiete, so wie wir das freitags machen mit unseren Darf ich das Videos, bin ich dabei. Also postet das gerne hier unten in die Kommentare, beziehungsweise lest euch die Kommentare gerne durch und stimmt ab, was ihr interessant findet. Wir schauen uns das an und werden dann entscheiden, was hier auf diesem montäglichen Programmplatz künftig für euch an Videos erscheinen soll. Ja, ich freue mich auf eure Abstimmungen und freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss und bis bald.